Assalamu alaikum und alaikum salam, liebe Freunde. Ich bin's, euer Wakayashi, und das sind die Global Lab Patch Notes von BDO zum 18.08.2023. Ja, bevor wir direkt damit beginnen, gehen wir einmal ganz kurz nochmal zu den Patch Notes vom Mittwoch. Ich habe da eine ganz wichtige Zeile irgendwie außer Acht gelassen. Ne? Hier steht es, Leute. Das neue Gebiet Olokita wird am 23. August bei uns auch in Europa erscheinen. Ich habe da vermutet, dass es noch 2-3 Wochen dauert. Es gibt halt noch ein paar Bugs, aber die Bugs werden halt jetzt schon parallel gefixt, und das werden wir auch jetzt nochmal im Global Lab sehen. Darüber hinaus gibt es noch eine wichtige Ankündigung, die erstmal gestern nur in Korea kam. Eine Änderung zur bestehenden Season. Nicht nur zur bestehenden Season, sondern für alle Seasons auch danach. Aber dazu kommen wir ganz zum Schluss. Also, fangen wir an. Global Lab Patch Notes. Es ist heute wirklich sehr mager, sehr übersichtlich. Wir haben Velia, Altmond Möbelwerkstatt. Das, was halt nicht so interessiert. Wir können dadurch halt ein paar neue Möbel craften. Juhu. Es gibt eine Verbesserung der Benutzeroberfläche, also UI. Wir hatten ja jetzt vor kurzem diesen Change, also am Mittwoch hatten wir den Change, dass wir mehrere Beutel eines Bauern, ne, diese Items, die man bekommt, wenn man Workers abbauen lässt, die kann man ja mit einem Klick alle öffnen. Und das gilt jetzt auch für andere stackbare Items, ne? Also wie hier zum Beispiel diese Parfümkiste, da kannst du einmal draufdrücken und musst nicht immer die ganze Zeit rechtsklicken, Enter, rechtsklick, Enter, rechtsklick, Enter. Ich wurde verrückt. Super, super Änderung, gefällt mir sehr gut. Okay, dann gibt es neue Seeungeheuer, beziehungsweise neue, ja, Seemonster. Einmal so etwas wie eine, ja, keine Ahnung, Meerjungfrau? Keine Ahnung. Also die Kollegin heißt Lere Maretta, und sie macht irgendwie Liebe mit Hikaru, ne? Die Lehre Maretta greift Abenteurer im Sommer mit Hikaru an, die sie verführt hat. Okay, also ich meine, es gibt Objektophilie, es gibt normale Liebe und es gibt Liebe mit Fischen. Okay, tamam. Auf jeden Fall, was sie bekommt, also was sie mit sich bringt, steht hier nicht drin. Wir wissen nicht, was für ein Loot sie geben wird. Sie verschwindet nach einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ob man sie überhaupt töten kann oder ob man sie einfach nur dodgen möchte. Steht hier nicht beschrieben. Also, darüber hinaus gibt es noch eine neue Art von Sea-Monster, nämlich Magoria Piratenflotte. Ja, und die kann euch auf hoher See in Magoria erwischen. Na, wenn ihr die seht, sollt ihr angeblich euch nicht davon umzingeln lassen. Aber ja, auch was der hier jetzt wiederum gibt, wenn man ihn doch noch besiegen möchte, steht da nicht drin. Also, ich bin gespannt. Er schickt ein brennendes Geisterschiff los. Das soll uns vielleicht irgendwie ein bisschen ablenken, während die uns umzingeln. Also, ein bisschen aufpassen hier. Aber dann kommen wir zum Highlight des Global Lab Patches, und zwar Gamoff Weltboss. Wir wissen ja jetzt, aktuell ist es ja so, dass man dreimal Gamoff die Woche töten kann und dass man selber die Zeit so ein bisschen wählen kann. Um 14 Uhr kommt er, um 23.15 Uhr kommt er. Samstags kommt er nicht 23.15 Uhr, dafür kommt er am Sonntag um 19 Uhr nochmal. Also insgesamt gibt es 14 Gamoffs, aus denen können wir drei aussuchen für die Weekly Quests. Und ja, es gibt ja keine Kaktumphase mehr, und dadurch, dass es keine Kaktumphase mehr gibt, werden jetzt seine Flügel schwerer. Wieso auch immer, aber sie werden schwerer. Das bedeutet, dass er nicht mehr so lange in der Luft bleibt und wir haben eine höhere Uptime auf Damage auf ihn. Ne? Das heißt, er wird viel mehr auf dem Boden chillen und wir können ihn viel schneller töten. Wichtige Änderung. Wichtige Änderung. So, niemand hat gefragt, aber Muikun Wissensänderung. Bei Muikun, das ist ein Spot in der Wüste und da kannst du halt eigentlich nur mit den ganzen NPCs sprechen, wenn du Red Kammer hast. Muikun befindet sich quasi zwischen Fogans und Pilaku. Das ist diese Stadt hier und eigentlich kannst du dort mit den ganzen NPCs nur interagieren, wenn du Negativ Kammer hast. Jetzt gibt es aber hierfür so ein paar Bedingungen, und zwar, wenn du Level 55 oder höher bist und eine Quest in Ibelab Oase gemacht hast, dann hast du Zugang zu dem Tagebuch Muikun Abenteuer. Tagebuch, dann gibt es einen komischen, verdächtigen Abenteurer in der Stadt Arehasa, dann kannst du mit ihm interagieren, kannst da so eine Questreihe machen und wenn du dann irgendwie 30 Energie opferst, kriegst du das Wissen über Muikun. Wenn du mal Hashashin spielst, musst du diese 30 Energie nicht zahlen, weil Hashashin ist ja der Wüstenboy, ja, der Drake unter den Drakes, und wenn er die Awakening Quest abgeschlossen hat, zahlt er irgendwie keine Energie. Super random, aber ja, ist okay. Dann seht ihr hier so ein paar Bugfixes zu auch dem neuen Gebiet, ja. Zu Dekir seht ihr ein paar Bugfixes, aber das ist jetzt nicht so interessant. Es gibt irgendwie Lore zwischen Kamasilvia und Lydia. Keine Ahnung, ob das die Vorbereitung ist für das 300 versus 300, ob das eine Änderung dafür ist, ne? Also keine Ahnung, das kann ich jetzt noch nicht so richtig erkennen. Und dann gibt es ein paar Klassenänderungen. Bei Warrior wurde es eigentlich nur gebugfixt. Und jetzt gibt es einen fetten Succession Berserker PvE-Buff. Ich meine, die Klasse ist sowieso S-Tier.
keine Ahnung, aber heftig. Also, ja, Down Attacks kommen dazu, mehr Damage kommt dazu, kritische Trefferquote auf Skills kommt dazu. Ja, dann haben wir hier 100% kritische Trefferchance, beziehungsweise das hatten wir, nee, das ist da nochmal neu dazugekommen. Wir haben hier unten mehr Treffer, wir haben hier 100% Crit-Chance statt 50% auf Verwüstung. Also, als wäre das noch nicht alles, gibt es auch noch einen Awakening LAN-Buff für PvE und PvP. Also, Awakening LAN sowohl im PvE als auch im PvP wird gebufft. Ja, kritische Trefferchance 40% kommt dazu. Sie macht mehr Schaden im PvP, sie macht mehr Schaden im PvE. Also, ziemlich interesting, was hier auf jeden Fall passiert. Ja. Kommen wir aber jetzt nochmal kurz zum Hinweis. Also, das waren schon tatsächlich die ganzen Global Lab Patch Notes, ne? Also, wie gesagt, am Mittwoch kommt das neue Gebiet Olokita. Darauf dürfen wir uns freuen. Aber jetzt nochmal ein kleiner Exkurs nach Korea. Also, Korea hat gestern eine Ansage bekommen. Die Season kommt mit einem neuen Look. Das ist jetzt übersetzt von Korea zu Deutsch. Deswegen klingt das alles sehr, sehr bisschen schwierig. Ich werde alle Links mal unten reinpacken. Ich werde das Ganze mal jetzt Too Long Didn't Read eine Version raushauen. Und zwar, du kannst die Season anfangen, wann immer du willst. Also vorher, jetzt ist es so, sie können Season-Charaktere spielen und ihren Abschluss nur machen, während die Season läuft. Und danach kannst du sie jederzeit beginnen und irgendwelche Staffelcharaktere spielen und ihren Abschluss machen. Also, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Diese ganze Season wird auch jetzt erstmal bis zum 31. Dezember verlängert, ein zweites Mal. Jetzt erstmal nur für Korea, aber ich denke mal, dazu wird es auch nochmal eine Ansage geben für uns kommenden Mittwoch. Ne? Stand jetzt soll die Season am 30. August enden. Mal gucken, ich denke nicht. Die wird wahrscheinlich auch bei uns verlängert. Aber ich interpretiere das folgendermaßen. Normalerweise haben wir jedes Quartal eine neue Season gehabt, wo wir einen Charakter erstellen konnten, wo wir Belohnungen ausnutzen konnten, wie den Free Season Pass, wo wir Fugas Zeitmesser ausnutzen konnten. Wir konnten einen neuen Charakter haben mit Full Pentuala und das wird es weniger geben. Also wenn jetzt eine Season, die aktuelle Sommersaison begann im Juni und das soll jetzt bis Dezember gehen, das bedeutet dann, dass wir einfach nur noch halbjährig neue Season-Charaktere erstellen können, eventuell. Und das bedeutet, dass wir weniger Loot haben natürlich, aber dafür kann man halt jederzeit beginnen und es gibt halt nicht so diese, lohnt es sich, diese Fragen, hey Wacker, lohnt es sich jetzt noch mit der Season anzufangen? Aber nein, Räumen, ja natürlich, die Season lohnt sich immer. Aber das heißt aber auch, dass du weniger Tauschscheine bekommst von Fugar, um Capozia Pen zu besorgen. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll, aber ich erwarte hier wirklich Details. Ne? Hier steht auch weitere Details zu den Änderungen. Es wird durch eine spätere Mitteilung informiert. Ne? Also, das Deutsch ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil es halt von Korea auf Deutsch übersetzt wurde. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Checkt gerne die ganzen Videos ab, die jetzt noch die Tage kommen werden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß im Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich selber ein Like und ein Follow freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream auf twitch.tv/wakayashi.